Und das Trinken von Alkohol sorgt dafür, dass unser Gebet, wie lange? 40 Tage und Nächte nicht akzeptiert wird. Akzeptiert, wie Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagte, bedeutet nicht, dass es entfällt, das Gebet. Weil manche Leute sagen, wenn es nicht akzeptiert wird, dann brauche ich auch nicht zu beten. Sondern nicht akzeptiert bedeutet hier, und das ist, was Ahlus Sunnah dazu sagen, bedeutet hier, dass man keine Belohnung dafür bekommt. Überleg mal, du betest und kriegst keine Belohnung. Hartes Urteil, aber das, was du gemacht hast, ist ja noch übler. Daher soll ein jeder wissen, und wir kriegen von unseren Lieblingen oft diese Fragen gestellt, wie ist das, wenn ich jetzt Alkohol getrunken habe, werden wirklich 40 Tage und Nächte meine Gebete nicht angenommen? Ich kriege diese Frage tagtäglich. Möge Allah azawajal uns und unsere Geschwister recht leiten. Das ist keine Kleinigkeit, liebe Geschwister, dass man den Alkohol trinkt. Und daher ist es wichtig für einen jeden Muslim, dass er sich mit einer Umgebung, dass er in einer Umgebung ist, wo er nur rechtschaffene Leute um sich hat. Aber wenn du als Praktizierender mit Übelstuenden zu tun hast, mit Fussak zu tun hast, die öffentliche Sünden machen, wirst du früher oder später reinfallen. Deswegen sagte der Prophet s.a.w. in einer authentischen Überlieferung bei Abu Dawud, la tusahib illa mu'mina. Nimm dir niemanden zum Freund außer einen, hat er gesagt, Muslim, sondern Mu'min. Wer erinnert dich an das Gute? Wer warnt dich, wenn du etwas Schlechtes machst? Und daher ist es wichtig, dass wir versuchen, alles dran zu setzen, dass wir dieser Sucht entkommen.